Also, hier wieder rein. Oder vielleicht ist das Gebäude doch nicht so schlimm. Ich habe es vielleicht nur schlimm in Erinnerung. Kann ja auch sein. Vielleicht lasse ich ja auch ein paar Trainer aus Versehen. Nicht absichtlich. Wenn dann nur aus Versehen. Hier waren wir. Hier waren wir auch schon. Halt, den habe ich noch nicht. Genau. Da war doch was. Der hat mich angequatscht und ich soll Team Rockets Respekt zollen. Nun. Ach so, du meinst, wann das erste Spiel rauskam. Das meintest du. Ich dachte, du meinst jetzt das Geburtsdatum von Lara Croft an sich, was da immer angegeben wird. Nee. Das war 1996, ja? Ende 96 kam Tomb Raider 1 raus. Und danach... Warte. Hallo, wie konnte man damals New bekommen? Da gibt es einen bestimmten Glitch, wodurch das ging. Da musste man irgendwie... Ach, da brauchte man ein Pummeluff mit Hypnose und so ein Spaß. Da musste... Was? Was war denn das für ein Volltreffer? Aua. Moment, das war ein bisschen zu viel des Guten. Also ich kann dir jetzt nicht beschreiben, diesen New Glitch, aber es gibt ihn auf jeden Fall. So, Psi-Streif, Flieg und Sieg. Also ich habe mir damals einen Exploder zum Geburtstag gewünscht, deswegen habe ich das dann bekommen. Der Psi-Streif wurde blockiert, na toll. Blitz schlug fehl. Nun. Ich sag doch, die erste Generation, die ist sowas von broken. So. Die GEMA sinkt, genau. Die GEMA sinkt auch meistens vom Niveau. So. Müssen wir hier mit Konfusion angreifen. Na. Ich sag schon, ich habe hier nichts Effektives, deswegen waren die auch damals so OP, die Psycho-Pokémon. So, also auf normalen Wege. Naja, Alpha-Tier, es gibt schon, also du brauchst dafür jetzt kein Schummelmodul. Es gibt da, wie gesagt, einen Glitch. Also irgendwas war damit, dass man Pummeluff oder so brauchte. Das braucht noch, muss noch Hypnose können. Ich kann das jetzt aber so aus dem Kopf nicht nachstellen, also. Aber da musst du am besten mal googeln. Aber ja, das, damals kannte man ja diesen Glitch noch nicht. Der kam erst relativ spät raus. Ist ja wie bei Speedrunnern, wenn die irgendwelche Glitches nutzen. Da gibt es ja manche Glitches, die kommen ja erst nach Jahren oder werden erst nach Jahren wieder entdeckt. Oder was heißt wieder entdeckt? Erst entdeckt. So. Gut, dass ich ein paar Tränke habe. So. Hatte ich hier nicht noch... Nee, hatte ich nicht. Wo haben wir dich denn, Hypertrank? Ja. Ja, bitteschön. Ja, und Maschok ist halt hier ein bisschen nutzlos, leider. Bisweilen, deswegen erstmal Pokémon. Nee, warte mal, wer kann denn noch Training gebrauchen? Nekotube. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, wie gesagt, ich habe da damals mir das Mew immer per Schummelmodul geholt. Weil man es einfach so gar nicht bekommen hat. Oder manchmal per Verteilung. Gab es ja auch solche Events, die waren dann immer irgendwo im Nirgendwo. So. Dieser verdammte Präsident. Warum will er mich nach Tixie schicken? Wurde eigentlich Tixie irgendwann mal wieder erwähnt? Also es gibt Teak City, aber Teak City hat nichts mit Tixie zu tun. Ach, Voltoball. Nur da ist es doch perfekt für Nekotube. So, also Buddy Slim. Ja, komm, Ultraschall, ich weiß. Zieht irgendwie immer 20 ab. Der Kleideschlei. Ich kann keine L's mehr aussprechen. Der Vollschall will Smoggern in den Kampf schicken. Okay. Smoggern. Doch, da möchte ich lieber tauschen. Also Bim ist ja ein kleiner Ausreißer, aber das Gute ist, wir haben ja bei ihm die Genesung. Das heißt, wir können dann auch immer noch ein bisschen heilen. Also, naja, Konfusion sollte ausreichen beim Smoggern.
Ja, wie gesagt, in diesem Gebäude, man hält sich so elendig lange hier auf. Das ist halt so das Problem. So, Necotube sollte ja eigentlich ganz gute Karten haben. Vielleicht können wir es ja auch, weil es ja noch die erste Generation ist, vergiften. Obwohl, nö. Komm, wir nehmen einfach Body Slam. Da haben wir noch die Chance auf Depara. Okay. Ja, Donnerschlag, wow. Das war sehr effektiv. Ich bin begeistert. Oh, der Kratzer reicht nicht. Naja, gut. Was soll's. Wow, 9 KP und das war ein Crit. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, Magnetilo. Ne, da bleibe ich drin. Ich weiß echt nicht, was man dazu noch sagen soll. Außer, dass der Body Slam hoffentlich ausreicht. Nö, reicht er nicht, aber komm, die 20 KP, die schenke ich dir. So. Der Vorteil ist, dass die Attacken aber nicht critten können. Wäre sonst ein bisschen böse. So, und das nächste Smogon möchte besiegt werden. Na gut, von mir aus. Von mir aus. Das Tollste an dir ist wenigstens dieser Totenschädel, der da drauf ist. Das ist das einzig Tolle. Aber selbst eine Konfusion wird ausreichen, um dich gen Jordan zu schicken. Sag ich doch. So, nächster besiegt. Ja, Mist. Ene mene Miste. Kannst du dazu sagen. Es rappelt in der Kiste. Oder im Karton, je nachdem. Tong, 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 tong. Okay. Ja, so viel dazu. Ach so, ich kann das von beiden Seiten hier betreten. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Immer diese vielen Trainer hier. Ich bin einer der vier berüchtigten... Ach ja, einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Hm. Jeder sagt da dasselbe. Oh, Macholo. Boah, der Kampf war ja nicht sehr effektiv. Heißt also, wir können mit Body Slam angreifen. Zieh bitte nicht allzu viel ab. Na gut, hält sich in Grenzen. Bei Body Slam haben wir gar nicht mehr so viele AP über. Oh, Level 30. Sehr schön, du bist nun auch im Club der 30er. Ja, die Init ist natürlich das Schlechteste, das ist klar, aber was soll man dagegen machen? So, Mashok kommt in den Kampf. Einfall für Anele. Anele möchte ja unbedingt gerade mal kämpfen, habe ich gehört. Ich habe sie förmlich in den Kommentaren schreien hören, dass sie auch mal wieder ja, an der Reihe sein wollte. Ja, dann soll der Wunsch doch erfüllt werden. Ach, das war's schon. Nein, ich bin raus. Okay, du bist raus. Ich habe leider kein Foto für dich. So, das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Ja, hat es wohl. Ja, die versuchen doch immer, die Welt zu erobern. So, sie müssen... Ja, wegen der Produkte, genau. So, du wagst es, dich dem Team Rocket zu widersetzen. Ja, natürlich. Das habe ich schon so oft getan. Ach, wer war eigentlich derjenige, der noch meine Soul Silver Edition über hatte? War doch auch einer, der beim Streamer zugeschaut hatte. Hm, ist das sinnvoll? Probieren wir es. Ja komm, das hältst du durch. Ja klar, 7 KP. Kein Problem. So, und das nächste ist wieder ein Zubat. Oh. Ich sag doch, Bim möchte ja ausgezeichnet trainieren. Von daher, alles kein Problemchen. Könnte ich nicht eigentlich Genesung auch außerhalb des Kampfes einsetzen? Nee, ne? Kann ich hier nicht... Ah, genau. Genesung war immer unten. So, Konfusion sollte ausreichen. Ist ja kein Zubat und erst recht kein X-Bat, welches das vielleicht aushielte. Und X-Bat, das kennt man hier noch gar nicht. Hat sich ja dann durch gute Zuwendung erst weiterentwickelt. Ja, kommt bei Golbat mit seiner Schlabberzunge. Da können wir doch mal hier was... Hat einen ganz schön großen Mund. Oder hat eine ganz schön große Klappe, können wir so auch sagen. So, ja. Du elender Verräter. Ich bin kein Traitor. Nö. Nicht, dass ich wüsste. Wartet, wir müssen mal ganz kurz was ausprobieren. Bim? Nee, konnte Genesung nicht einsetzen außerhalb. Okay.
Item, wo haben wir dich denn? Hypertrank hier. Wie gesagt, wir müssen ja uns nochmal ausgiebig hier mit diesen Trainern beschäftigen. Leider. Ja, obwohl zum Glück, könnte man auch sagen. So, was hast du zu sagen? Oje, Mine. So, schau ihn dir an. Okay, mit ihm haben wir auch geredet. Das heißt, diese Etage haben wir, glaube ich, auch komplettiert. Oh Gott. Augenkrebs. Gut. Tixi, das liegt tief im Niemandsland. Okay. Erklärt uns aber immer noch nicht, wo Tixi liegt. Müsste man mal nachgoogeln, ob das jemals geklärt wurde. Ach, du bist auch einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Na gut, schön. Habe ich hier noch was überlesen? Nee. Tragosso! Man, da können... Heute habe ich mal Klarlack drauf. Sieht man nur nicht. Doch jetzt hier, wo es glänzt. Yay! Nur mal so nebenbei. Ich hatte mal wieder Bock. Knochenkeule ging leider daneben. Das hatte auch keine hundertprozentige Genauigkeit. Aber wie gesagt, wir wissen ja, in Generation 1 könnte so diverse 100%-Attacke auch mal daneben gehen. Aber ja, dieses Tauros im Meisterball-Cup. Oh, das war übel. Ah ja, Pokémon Stadium. Wer hat das von euch gespielt auf dem Nintendo 64? Ich auf jeden Fall. Ich hab's gesuchtet. Und auch Pokémon Stadium 2. Das war einfach nur cool. Okay, ein Blubber. Reicht aus, locker. Da hatte das Tragosso bessere Spätswerte, nehme ich an. So, tut mir leid, Bruder. Nun, er entschuldigt sich dafür, dass er bei seinen Brüdern verliert. Na gut, kann man mal bringen. Radikal? Wäre dann Switch-Out besser? Ich probiere mal Mashok, komm. Ich meine, Macholo ist nicht der schnellste, also Mashok ist auch nicht das schnellste Pokémon. Aber es senkt erstmal unsere Verteidigung um... Warte... Wie war das? Ah, warte mal, die Kehrwerte. Warte mal, erstmal mal 250... ich habe jetzt nur noch 2/3 der Verteidigung. Also um 1/3 wurde das gesenkt. Nun. Was soll man dazu sagen, außer dass das hier ganz schön heftig daneben ging gerade. Also die Runde. Bei ihm war es nichts, hier auch nicht. Ein Arbok möchte kämpfen, na gut. Da möchte unser Simsalabim mal wieder tatkräftig zur Hilfe schreiten. Also soll man seinen Wunsch in Erfüllung gehen lassen. Ich meine, 11 Level Unterschied sollte eigentlich ganz gut ausreichen. Das zweite richtige Schlangen-Pokémon ist dann eigentlich nur Vipitis, oder? Oh, und Level 38 schon. Ich sag doch hier... Ah, Psychokinese. Sehr gut. Ja, es soll eine andere Attacke zugunsten von Psychokinese vergessen werden. Welche wollen wir denn vergessen? Ich wäre ja für die Konfusion. So, Konfusion ist schwächer, deswegen Psychokinese. Sehr schön. Und ein Smogon. Ah, Psychokinese, das läuft doch hier. Vor allem, wie schön das untereinander steht. Das Psystrahl und Psychokinese sieht dann am Anfang so schön identisch aus. Und ein Golbat möchte auch noch kämpfen. Na komm. Aber diese Erfahrungsbalken, die hier einfach mal fehlen, das ist... Ja, man sieht einfach nicht, wie viele EP sie noch brauchen. Man weiß es dann nur, wenn man in deren Bericht guckt. So, Rocket haben wir besiegt. Ja, Licht aus. Warum muss ich da mal an diese beknackte Check24-Werbung denken? Jetzt, wo wir so viel sparen, lassen wir mal das Licht an. Oh Gott. Ja, da haben wir noch ein Item. Na, sehr schön. Ein Calcium. Warte, Item. Calcium, wo haben wir dich hier?
Ja, war natürlich die Spez, der Spezwert, sehr schön. Nö, ich könnte mir schon denken, dass du ein Widersacher bist, weil du denkst, ich dachte. Oder so. Du denkst, dass ich dachte, dass du gedacht haben könntest oder so. Oh. Ja, das halbiert unsere physische Defensive. Aber es hat trotzdem nicht so viel abgezogen. Slimog. Oh, Slimog haben wir lange nicht mehr gesehen. Deswegen. Warte. Bim, doch. Bim kann da was Ordentliches gegen machen. Also Slimog, dann hau mal rein. Warum würde ich. Psychokinese. Ich finde den Sound und diese Animations bei Psychokinese so genial. Das ist einfach legendär. Einfach richtig cool gemacht. So, Feierabend, du gehst nach Hause. Tja, hättest sogar ein bisschen eher Feierabend haben können, wenn du nicht gegen mich gekämpft hättest. Aber tja, wer nicht will, der hat eben schon. Aber es gibt hier so viele Trainer in diesem Gebäude, es ist nicht mehr feierlich. Die haben wir alle, okay. Dann ist das wahrscheinlich einer der nächsten Brüder. Die Gebrüder Rocket oder so. Endstation. Ach so, nö, ist er nicht. Okay. Das nächste Radikal. Okay. Nikotube, dich wollen wir da erstmal nicht drin lassen, sondern Mashok muss sowieso ein bisschen aufholen. Also entweder haben sie Radikal, naja gut, Radfratz nicht mehr, aber ja, Zubat, Smogon, Rattan, Arbok. Also halt irgendwie dieses lustige Repertoire. Oh, Level 29. Nice. So sehen wir es doch gerne. Also, als nächstes kommt ein Zubat. Naja, darf Bim mal wieder ausreißen, weil jetzt hier die EP einheimst. Aber gut, schadet ja auch nie, ich sag mal, ein Ausreißer-Pokémon dabei zu haben, was dann doch ein bisschen stärker ist. So, Psystrahl. Jetzt, wo wir die Konfusion nicht mehr haben, dafür eine Psychokinese. Und ein Golbat. Ach komm. Das Golbat will auch einen Psystrahl abhaben. Oder eine Psychokinese? Nee, komm, der Psystrahl, der reicht. Sag ich doch, der reicht. Okay, es war ein Crit, aber der hat nicht gemattert. Der hat absolut nicht gemattert. Und ja, Bim ist bald im 40er-Bereich. Unglaublich. Aber ein Radfratz kommt doch mal wieder. Doch nicht nur radikal, sondern eben ein Mashok, was gegen dieses Radfratz. Ach nee, was habe ich gesagt? Habe ich gerade radikal gesagt? Nun. Okay, es pumpt sich auf. Wie es immer in Pokémon Stadium gesagt wurde, es pumpt sich auf. Ah ja, die Zeit war legendär. Vor allem Pokémon Stadium zu bekommen damals. Das war ja so beliebt. Es war ja überall fast ausverkauft. Da sind wir damals in Templin, da war ich gerade, ja, dort halt. Und, ach Gott, das war schon. Das Bett kann ich nicht verwenden, schade eigentlich. Hier könnte man wunderbar seine Pokémon erholen lassen. Ja, auf jeden Fall, das war wirklich legendär. Also Pokémon Stadium zu bekommen. Dann noch mit diesem Transfer-Pack, wo du endlich deine Pokémon aus deinen Editionen, sage ich mal, kämpfen lassen konntest in 3D. Das war ja sowieso. Das war ja. Also, was soll man dazu sagen? Das war einfach genial. Ah, wann kam Stadium raus? War das nicht sogar 2000, 2001? Irgendwie zu dieser Zeit muss das gewesen sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, und wir haben keine tollen Attacken, aber was soll's. Aussetzer schlug fehl. Ja, soll ja nicht mein Pech sein. Aber hat keiner von euch Pokémon Stadium gespielt? Keiner von denen, die hier zuschauen? Echt nicht? Was, ein Hype für Francine? Was? Wie kommt sie jetzt auf einen Hype für Francine? Also ich meine, ein Hype ist immer mal gut. Hype!
wie die es immer bei AGDQ oder so gemacht haben. Hoip! Oh, Ultraschall zieht mit Latt 20 ab, das kennen wir ja schon. Eigentlich eine ganz schwache Drachenwut, wenn man es mal so sieht. Achso, der Angriff ist gesunken. Nun, merke den Fehler. Na, Body Slam, da haben wir nicht mehr viele AP über. Lichtschild ist gegen Spezialattacken immun. Naja, immun bist du dagegen nicht, aber ist egal. Und dass wir paralysierte Elektro-Pokémon erleben dürfen, ist schon was Lustiges. So, Elektroball wurde besiegt, sehr schön. So, hoch, verloren, ja. Ist das mein Verschulden oder deins? Man weiß es nicht. So, mit dir habe ich auch noch nicht gequasselt. So, ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Okay, schön das zu wissen. So, auch Rocket möchte kämpfen. Hier hat es ja noch keine Schwebe, das Smogon. Heißt also, hier könnte man wunderbar mit dem Erdbeben draufhalten. Man muss nur aufpassen, weil die haben gerne auch mal, ja, das Finale bereit. Wow, die Attacke hat sehr viel abgezogen. Ich bin begeistert. Aber ich habe nicht mehr viele AP drauf. Bim möchte doch auch mal kämpfen, oder? Und ich sehe es jetzt schon kommen. Was? Das ist das A und O. Wo? Ach nee, falsches Franchise. Aber das kann ich ja... Ach Gott, die Lieder, die kann ich fast noch alle auswendig. Bei König der Löwen, da habe ich sogar damals im Kino mitgesungen. Und alle haben sich gewundert, da ich die Lieder alle so gut konnte. Haben sie sich alle zu mir umgedreht? Also ich habe es nicht mitbekommen, aber mein Papa hat mir das dann erzählt, weil wir beide dann im Kino waren. Das war nach Zeiten, nach der Schule. Bei uns in Halle Neustadt, da wo jetzt das Zentrum Neustadt steht, dieses riesen Einkaufs... Naja, riesig. Nicht, aber so ein kleines Einkaufszentrum, sagen wir mal. Da stand vorher das, ja, Prisma-Kino. Da war ich mit einem Kumpel, da war ich 10 Jahre. Das war auch so cool. War mal im Film Das kleine Arschloch. Kennt vielleicht jeder von euch. Und irgendwann hat mein Papa herausgefunden, was das für ein Film war. Und dann hat er gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich nie in diesen Film gelassen. Oder Trickfilm ist es ja besser gesagt. Oh, naja, was, ja... Dann war es ja eh zu spät. Konnte mir mein Papa eh nicht mehr verbieten. Ach, du bist der Einzige, den ich hier herausfordern kann. Ach, du bist der Vierte der berüchtigten Rocket-Brüder. Na, haben wir ja bald alle vier. Heißt also, dann sollten wir auch mit den Etagen weitestgehend durch sein. Dann müssen wir nur noch uns durch diese blöden, ja, Teleporter schlagen, dass wir da irgendwie zurande kommen. So, Body Slam. Nachdem wir erstmal einen Kreideschrei, ja, über uns ergehen lassen müssen. Ich habe damals immer Kreischerei gelesen. Nee, komm, ich wechsle dich aus. Dauert sonst ein bisschen zu lange. Noch wieder ein Kreideschrei. Du hast deine Chance vertan. Deswegen Psystrahl, Flick und Sieg. Reicht aus. Von daher. Bei 11 Leveln Unterschied sowieso. Obwohl, es gibt noch Pokémon. Also speziell in den neueren Generationen, die haben so gute Verteidigungswerte. Die halten dann sogar von 30 Level, also Pokémon, die 30 Level höher sind, einige Attacken gut aus. Ich weiß, dass es nicht sehr effektiv ist, aber das ist mir egal, weil ich es kann. So, erstmal die Genesung anwenden, die stellt ja die Hälfte der HP wieder her, oder KP besser gesagt, zack. Und schön, dass es immer fehlschlägt. Das nehme ich gerne in Kauf. Ah, das wird... Oh, der Crit hat gemattert. Der hat jetzt auf jeden Fall gemattert, weil die doch nicht so doll ist, die Attacke. Wollen wir das Pokémon wechseln? Ah, ich bin mir nicht so sicher. Doch, Anele kann es probieren. Doch, ich bin mir sicher, Anele wird das schaffen. So, also. Dann nehmen wir Fliegen. Zack. Konfusion ging daneben. Kopfnuss. Wie viel zieht's ab? Hoffentlich nicht allzu viel. Na ja, gut, 14 ist in Ordnung.
So, dann muss das Fliegen nur noch einmal treffen, dann können wir das auch schön mitigieren. Na, sehr schön. 14 Schaden genommen und das über mehrere Runden. Keine schlechte Bilanz. Ja, oje, du wurdest besiegt. Was für ein Drama. Mehr können wir hier auch noch nicht machen. Leider. So, da haben wir den nächsten. Ich schleiche mich mal ganz kurz an dir vorbei. Ich will mich erstmal hier ganz schnell umschauen, was hier noch so alles Phase ist. Okay, an dem komme ich nicht vorbei. Hätte ja funktionieren können. Willkommen im 9. Stock. Das ist nett, dass du mal vorbeischaust. Ja, sind wir ja bald ganz oben. Also haben wir es bald geschafft. Ich glaube, 10 Stockwerke gab es insgesamt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Maschok. Da habe ich eine gute Antwort. Zum Beispiel Anele. Anele kann ja auch noch ein paar Level vertragen. Karateschlag. Ja gut, der Schaden, der hält sich in Grenzen. Ja, noch ein paar Level, dann kriegt man auch endlich den Bohrschnabel. Ja, die Attacke ist nicht effektiv. Richtete sich ja hier noch nach einem Zweittypen die Effektivität der Attacke. Das war ja, naja, immer noch ein bisschen anders damals. Oh, Nekotyp kommt auf Level 32, sehr nett. Gut, keine anderen Level-Ups. Du bist geschockt. Ärzte geschockt. Oh, Carbon. Erhöht die Initiative eines Pokémons. Ein Rare Candy. Nehmen wir auch gerne mit. Und? TM26, was war? Ich muss mal ganz kurz gucken. Huch. Ich sollte natürlich nicht gegen das Mikro hauen. So, was haben wir denn hier? Also TM aktiviert, sie enthält Erdbeben. Erdbeben ist natürlich richtig geil, weil die beiden können das lernen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber das werde ich aufheben noch. Bim bekommt erstmal den Init-Boost. So, was hat man noch bekommen? Alles andere ist erstmal Wayne sozusagen. Ah, die TM Erdbeben, 100er Stärke, 100er Genauigkeit. Eine richtig böse Bodenattacke. So, genug von deinen dummen Spielchen. Warum dumm? Warum sagen die immer dummes Spielchen? Das Spiel kann sogar bilden, weil man muss ja auch lesen können, um stellenweise weiterzukommen. Also, nun, ich weiß nicht, was der so hat. Da kommt der letzte Body Slam. Paralysiert zumindest die Gegner, das ist doch schon mal was. Na komm, Giftstachel. Nun. Na komm, der Giftstachel reicht. Na, weil es beides Crits waren, sehr schön. Und als nächstes kommt das Smogon. Ach komm, Francine kann auch mal ein bisschen was tun für fürs Geld. Immerhin wollen wir ja auch, dass wir bald einen Turtok haben, deswegen... Komm hier, Aquaknarre, Flick und Sieg. Ah, diese Kampfmusik. Ach, die ist einfach so legendär. Aber trotzdem möchte ich diese neuen Generationen nicht eintauschen dagegen. Weil es ist natürlich dieser Nostalgiefaktor, den man selber verspürt, wenn man das alles durchgemacht hat. Aber man merkt auch schon selber, ja, den heutigen Luxus, den möchte man nicht mehr... vermissen. So, wir haben den Forscher besiegt. Deine Reserven sind erschöpft. Ja gut. Kann passieren. Und ich glaube, jetzt können wir wirklich... Ja, jetzt sind wir am obersten Stockwerk angelangt. Hier können wir aber nicht viel unternehmen. Außer hier an diesem Typen vorbeirennen. So, stopp. Hast du einen Termin beim Boss? Ja, ich komme hier sowieso nicht lang. Wie die Arbeitsplätze noch aussehen mit Röhrenmonitoren. Aber gut, in den 90ern waren Röhrenmonitore was ganz Normales. Flachbildmonitore, die haben doch... Also es gab 1997 schon einen Flachbildmonitor, aber da hättest du für das ganze Computersystem gleich mal 1000er mehr bezahlt in D-Mark. Warte, was war das jetzt? Das war ein Radfratz. Ah, was wollen die denn hier? Meine Güte.
ist nämlich wichtig. 19 Uhr ist auch okay. Ach komm. Meine Verteidigung ist gesunken. Ja gut, von mir aus. Aber diese schöne 8-Bit-Musik. Also wie gesagt, das ist halt alles so ein bisschen Nostalgiefaktor. Aber trotzdem möchte ich die neuen Generationen nicht gegen die alten eintauschen. Also die Fortschritte, die gemacht wurden, die sollen auch schön bleiben. Und Fortschritt ist ja auch etwas, was sich nicht vermeiden lässt. Denn man weiß ja, wenn man versucht, Fortschritt zu unterdrücken, es geht einfach nicht gut. Kann einfach nicht funktionieren. So, bim, nehmen wir dich. Wir nehmen... Ach komm, Francine kann auch noch ein bisschen was tun. Aber Mashok steht das nicht durch. Also wenn da eine Flugattacke kommt, ne, muss nicht unbedingt sein. Deswegen Aquaknarre, zack. Na, komm, über der Hälfte wenigstens, danke. Dieser Schwarz-Weiß-Wechsel, der ist so genial. Komm, du widerstehst der Verwirrung, danke. Wenigstens darauf kann man sich ein bisschen verlassen. Und Level 35, naja, komm, da fehlt doch nur noch ein Level. So, das Spitzfett ist so richtig gut, ja, da kann man nicht meckern. Und ein Radfratz kommt wieder rein. Na, Mashok möchte auch noch ein bisschen was für seine EP tun. Machen wir auch ohne Problemchen. Ja, Fußkick. Ach so, Radfratz ist ein bisschen schneller als wir. Aber das sollte trotzdem ausreichen. Ich meine, das ist eine Step-Attacke, eine Weiterentwicklung. Und ein Rettern. Gut, das schreit wieder danach. Das schreit wieder ganz danach, dass Bim unbedingt kämpfen möchte. So, also was nehmen wir? Nehmen wir... Komm, wir nehmen den Psychstrahl. Psychokinese ist natürlich... Also das sieht man ja meistens schon an den APs, dass die Attacke stärker ist. Hat man halt nicht so viele AP für. So, okay, ich lasse dich durch. Ja toll, es geht hier nicht durch, du Pflaume.